Once Again Back ist die Incredibles, beziehungsweise Once Again Back are the Incredibles. Und natürlich, wenn du dann siehst, dass ein Deutsch-Rap-Song 10 Millionen Streams nach einer Woche macht, das ist gerade mal so 3-4 Tage Unterschied. Ist es jetzt fake, so böswillig fake, dass du sagen kannst, du bist Sellout fake, so, du bist, hast eigentlich nichts mehr in der Branche zu suchen, oder ist es so, okay, der Junge hat verstanden, wie das Spiel funktioniert, weil man hat es hier mit einem Haufen von Vollidioten zu tun zum Beispiel, ja? Bruder, der Kollege ist ein erwachsener Mann, ja? Und über Julian brauchen wir ja nicht zu reden. Und ich denke, okay, Alter, die haben jetzt hier, die wollen jetzt so die volle Montur auf mich bringen. Jetzt hast du dich aber nicht an die Regeln gehalten. Ey, ich bitte euch, come on. Es gab keine Regeln. Es wurde nichts vereinbart. Ich habe einmal gesagt, kam nicht zurück. Alles klar, ihr wollt mich ficken? Ficken wir. So, fertig aus. Weil ich wirklich in einer Ausnahmesituation einmal sehen wollte, wer verhält sich hier mir gegenüber korrekt und wer nicht. In dem Moment hat er sich mir gegenüber korrekt verhalten und ist sogar darüber hinaus noch mich angegriffen. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, let's get back to bad boy, let's get... Ja, Freunde, wer kennt den Song? Der hat auf jeden Fall nichts in seinem Leben erreicht. Das war nämlich der Song von Sarah Connor. Richtig, Sarah Connor, früher war das eine geile Sau, du. Sarah. Ja, Freunde, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute geben wir uns den nächsten Teil vom JBB 2014. Ich habe auf jeden Fall Bock. Chris, der Dokumentenbruder, hat auf jeden Fall hier, naja, sagen wir mal, er hat sich bemüht, ja, hier das weiter auszufüllen. Er hat nur eine Sache vergessen, und zwar hier unten das einzutragen. Ja, gegen wen battelt denn Chio jetzt? Ist mir schon klar, gegen Laska, alles gut, Grüße gehen raus, Chris. Wenn ihr euch fragt, wo ich die letzte Zeit war, ja, ich war ein bisschen schwach auf der Brust, ein bisschen Pfeife im Ohr gehabt und so. Ne, wirklich ein bisschen Tinnitus gehabt, so, habe ich auch immer noch. Wobei ich manchmal gar nicht genau weiß, ob ich einen Tinnitus habe oder ob sich so die Welt einfach anhört. Vielleicht klingt ja Ruhe so. Also Ruhe, ist Ruhe für euch wirklich die absolute Stille? Oder wie ist es bei euch? Würde mich wirklich mal interessieren. Ich habe das letztens auch versucht, Spoofy zu erklären. Mein Tinnitus, ne, auf dem linken Ohr habe ich den nur. Manchmal auch rechts, aber hauptsächlich nur links, so, ne? Der klingt original so, wie als würde ich einen Fernseher anmachen. Also so einen alten Röhrenfernseher, müsst ihr euch vorstellen, ne? Für die, die den noch kennen, so. Es gab mal Fernseher, die waren nicht so dünn, sondern die waren ein bisschen dicker. Röhrenfernseher. Ich nehme an, ihr kennt das so, ne? Ihr macht den an, macht aber lautlos. Und dann habt ihr die ganze Zeit so ein minimales... Wie so ein Rauschen, so ein Rauschen gepaart mit so einer ganz kleinen, mit so einem ganz kleinen Pfeifen so. Wie so eine Spannung, die permanent herrscht so. Und so ist es in meinem linken Ohr so. Wenn ich jetzt auch die Kopfhörer anhabe so, ne? Ich höre die ganze Zeit so, wenn ich jetzt still bin. Wie als läuft hier irgendwo, ich will mich dann auch manchmal so umdrehen und gucke so und denke, hier läuft halt irgendwo ein Fernseher, der einfach nicht aus ist so, weißt du? Ekelhaft, Alter. Aber man soll dem Tinnitus nicht... trotzen, man soll ihm kein Gewicht und keine Macht geben. Das heißt, bevor ich mich jetzt hier nur rüber leg und da anfangen leg und mit Meditieren weitermache und nur denke, oh, bitte, bitte, geh weg, kriegt er ja noch mehr Aufmerksamkeit von wegen. Lieber Tinnitus, deswegen, lieber Tinnitus, es ist schön, dass du da bist. Du darfst mein Begleiter sein und ich hab dich lieb, wie alle meine anderen Sorgen auch. Yes, yo, wir geben uns heute Gio vs. Laska JBB 2014, Freunde. Ich freue mich und ich hoffe, ihr auch. Let's do it! Mit Gio, ich habe mich ja mit Gio getroffen. Ich war in Berlin, habe mich mit Gio getroffen. Da kommt auf jeden Fall nächste Zeit eine sehr interessante Jiggy Will's Wissen-Folge. Yes, yo. Cracksteine von 80 sind da. Pepsteifen die Ladies. Ich knall mit einem Pepsteifen die Ladies und vorher rotze ich mir noch die Cracksteine von 80. Sind auf jeden Fall hier am Start. Und ich bin gespannt. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das diese Mammut-Analyse ist von Julian, ne? Es gibt ja Hin- und Rückrunde. Habe ich das richtig verstanden? Ja, Janis, das hast du gut gemacht. Es gibt eine Hinrunde und eine Rückrunde. Und, ach, was laber ich denn einfach immer so? Ich mach einfach. Komm, Freunde, let's do it. Ich hab Bock. Ich bin gespannt, ob Gio auch Bastard auf Laska reimt. Ja.
Ich hab mit privaten Details alle Rivalen zerfleischt und mir war klar, dass ich damit das Finale erreich. War nur eine Frage der Zeit, doch zu dir fällt mir kein Wort ein, das diesen Hass, den ich in mir trage, beschreibt. Gio wieder hier. Es ist so, ich weiß gar nicht, ob mir das immer nur so vorkommt, aber er hat wirklich für mich immer so diesen... Er hat für mich keinen krassen Flow so, ne? Keinen außergewöhnlich krassen Flow, aber er hat immer so einen passenden. Ich hab mit privaten Details da zerfleischt und es war klar, dass das Finale erreicht. Es ist schon... Ist schon alles sehr rund so. Ich bin niemand, der über dein Wohnverhältnis spricht. Ich bin ein Mann, der trotz des ganzen Fames bodenständig ist. Also denk mal nicht, dass ich dich jetzt oberflächlich diss. Nein, ich werd nicht sagen, dass du fett oder hässlich bist, denn... Guck mal, die Reime auch, über dein Wohnverhältnis spricht. Ich bin der Typ, der trotz seinem Fame noch bodenständig ist. Doch glaubt man nicht, dass oberflächlich diss, dass ich hier sage, dass du fett oder hässlich bist. Bis jetzt ist noch kein Punch, aber ich finde den Aufbau, den er hier so versucht an den Tag zu legen, bis jetzt sehr gelungen so. Kommt, naja, episch ist es nicht, habe ich schon mal gesagt, Gio hat für mich nicht die Stimmfarbe, um irgendwas besonders episch klingen lassen zu können so. Also eigentlich greift es bei mir nicht, wenn er so versucht mit so, diese Chöre im Hintergrund, da versucht irgendwas Krasses aufzubauen, so, das kommt von mir nicht, kommt bei mir so nicht so episch an, wie er sich, glaube ich, vorstellt und wie er es gerne hätte, so, aber trotzdem finde ich den Aufbau hier sehr gelungen. Nein, ich werd nicht sagen, dass du fett oder hässlich bist, denn die Leute sollten mehr erfahren über dich und deinen Werdegang. Hört euch einfach diese Verse an. Als ich damals noch Beatbox gemacht hab und du dich statt Laska noch E-Shot genannt hast, da warst du noch ziemlich unbekannt. Selbst in deinem Bundesland hörte sich doch keiner deine Mucke an. Ich gebe jetzt noch einen Punkt, weil er schafft es gerade, mich zu catchen und neugierig zu machen, so. Als ich noch Beatbox gemacht habe und du dich nicht Laska, sondern E-Shot genannt hast, du warst unbekannt, Bundesland, irgendwie so, also er macht mich gerade neugierig auf die Story und bis jetzt war ich bei den ganzen JBB-Runden immer so, dass ich so gedacht habe, ja, bei Real Talk irgendwie, ich weiß nicht so, das ist halt schwer, naja, ich will nicht sagen, die Punchlines rauszuhören, aber bei mir ist es so, ich mag halt so diese nicht oberflächlichen Punchlines, aber diese eindeutigen Punchlines, so, wo klar ist, du fixst gerade jemanden so, ne? Und hier zu dieser Real Talk-Geschichte muss man halt immer, man muss immer dieses Hintergrundwissen haben, um das, was er jetzt gleich womöglich erzählt, irgendwie als Punch fassen zu können. Aber irgendwie schafft er es, wie gesagt, gerade mich auf diesen Trichter zu führen, anhand wie er es hier tut. Statt mit Bräuten chillen, warst du mit deinen Freunden kiffen. Schon mit 12 hast du das erste Mal zum Joint gegriffen und das ist... Ja, das ist ja nicht schlimm, Digga, das hab ich auch. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten Joint geraucht habe mit Haschisch und Wolwig-Papier. Das war so eine Plastikflasche von Wolwig und da war noch diese Banderole drum, ne? Und da haben wir auf jeden Fall Haschisch geraucht. Und da hatte ich so einen Kernassi, Alter. Einen richtigen Assi-Kick, dass ich auf dem Gummiplatz hier in Mülheim lag. Mit einem anderen Kumpel, Lukas, Shoutout und Grüße gehen raus. Kevin und David waren auch dabei, die hatten keinen Assi, die haben davor schon ein paar Mal gekifft. Die haben dann meine Schuhe versteckt, aber mir dann eine Naschtüte geholt, weil ich nur darum lag, gar nichts mehr konnte. Dann habe ich meinen Vater angerufen, der hat mich abgeholt und der Kevin hat mir hinterher gebrüllt. Hör doch auf mit der Scheiße, wir fliegen alle auf wegen dir! Ja, ist in meinem Gedächtnis, als wäre es gestern. Weiter geht's. Chillen warst du mit deinen Freunden kiffen. Schon mit 12 hast du das erste Mal zum Joint gegriffen. Und es ist offensichtlich, dass durch die ganze Kifferei auch heute noch dein Kopf gefickt ist. Denn du Hundesohn erkennst nicht. AT rechtsradikalisch zu nennen ist echt unintelligentisch. Und doch. Ah, das ist gut. Also erstmal, ich gebe noch einen Punkt für den Aufbau, so, das sind halt, ich meine, er hat ja schon, man könnte jetzt so sagen, einerseits bin ich, eine Seite von mir sagt auch, ey Digga, du hast jetzt so viele Zeilen verschwendet, ohne einen richtigen Fick, einen Punch reinzuknallen, so, ne, aber, es ist wirklich die Kunst darin, auch seinen Gegner lyrisch zu beschreiben und das in Reime zu verpacken und das gelingt ihm jetzt, sage ich zum letzten Mal, wirklich hier gut, dann zu sagen, doch du Hundesohn erkennst nicht, also er sagt erst, dein Kopf ist gefickt, weil du da und da zum Joint gegriffen hast, bist blöd und so, bliblablub, ne, dumm. Du Hundesohn erkennst nicht, wie nennt er ihn nochmal, nicht. AT rechtsradikal. Achso, genau, er sagt gegen AT, du bist rechtsradikalisch und das ist ein falsches Wort, so, ne? Und jetzt zu sagen, ey, AT, rechtsradikalisch zu nennen, ist echt unintelligentisch. Das ist auf jeden Fall eine Zwei-Punkte-Zeile, weil er sich sehr gut über Laska lustig macht und über seine grammatikalisch falsche Aussage da. Finde ich sehr, sehr gelungen, Alter. Rechtsradikalisch zu nennen, ist echt unintelligentisch. Und doch sonst sind deine Zeilen öfter sonderbar. Who gives a fuck? Ich never, du Homo, komm mal klar. Ist ja niedlich, dass du dich riesig freust über deine...
fuck, ich never do homo. Who gives a fuck, ich never do homo, komma klar. Das meinte er als sonderbar. Ja. Identisch. Und doch sonst sind deine Zeilen öfter sonderbar. Who gives a fuck, ich never do homo, komma klar. Ist ja niedlich, dass du dich riesig freust über deine Englischkenntnisse, doch please speak Deutsch. Was du findest. Ist ja niedlich, dass du dich riesig freust über deine englische Englischkenntnisse, doch please speak Deutsch. Ja, ist ganz lustig. Ist ganz lustig so. Der Reim-Nazi in mir sagt jetzt aber, dass please speak Deutsch riesig freust. Ist natürlich, ist, der Reim ist gut. Please speak Deutsch auf riesig freust ist ein einwandfrei guter Reim. Aber er betont das zweimal anders. Über deine Englisch riesig freust. Doch, please speak, ist ja auch scheißegal, ist auf jeden Fall lustig. Thomas Spasti, bist du dich riesig freust über deine Englischkenntnisse, doch please speak Deutsch. Was du für ein dummer Spasti bist, hab ich nach diesem Satz geblickt. Ich hätte bedenken sollen, dass da nichts richtig und grammatisch ist. Du bringst souveränen Schwachsinn und Tops, das zieht dich aus dem Sumpf raus, wie du die Tune-CD im Achtel. Doch souveränen Schwachsinn. Souveränen Schwachsinn und hofft, das zieht dich aus dem Sumpf raus, wie du die Tune-CD im Achtel. Finde ich gut. Die sind auch. Ich weiß nicht, ob ich die Punkte heute locker setze, aber für mich sind es zwei Punkte. Es ist ein gutes Wortspiel, es ist eine gute Redewendung, gut in eine Zeile reingepackt. Und es ist auch verdammt gut in Reime gesetzt, halt so. Und Tops, das zieht dich bedenken sollen, dass da nichts richtig und grammatisch ist. Du bringst souveränen Schwachsinn und Tops, das zieht dich aus dem Sumpf raus, wie du die Tune-CD im Achtel. Doch man fragt sich gleich, was das für ein Unsinn ist und wie dumm du bist, denn wer angelt schon im Gartenteich? Doch komm. Alter, guck mal, das ist wirklich, das ist nicht so anspruchsvoll, ne? Aber ich, wenn ich das höre, finde ich immer, dass es so, ich will nicht sagen, ein anderes Level oder so. Ist das übertrieben? Warte mal kurz hier. Wenn es jetzt gerade anfängt zu rauschen, dann geht nur der Kühler an, Alter. Mein Mac ist schon wieder so heiß, ich könnte da ein Spiegelei drauf braten, Alter. Nicht wundern. Hier ändert sich einiges. Jetzt muss ich mal kurz Kamera checken. Bum, 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 bum. Tschak, ja, das ist doch wunderbar. Guck mal hier, direkt an die Kante. Direkt. Boah, das ist so schwer. Direkt hierhin. Träume werden wahr. Es gibt eine Art von Reimen und Lyrik so. Oder wenn man hört, ich höre manchmal, dass ein Rapper einfach irgendwie so ein bisschen routinierter ist als manch andere und auf jeden Fall schon ziemlich viel Kompetenz mit sich trägt so. Und das höre ich bei Gio jetzt beispielsweise an diesem Flow hier und an der Reimsetzung, wie er es hier tut. Sich gleich, was das für ein Unsinn ist und wie dumm du bist, denn wer angelt schon im Garten? Doch man fragt sich gleich, was das für ein Unsinn ist und wie dumm du bist, denn wer angelt schon im Gartenteich? Okay, es ist zwar nicht so krass, aber die Reime, es ist schon ein bisschen so anspruchsvoll, minimal so. Und man fragt sich gleich, was das für ein Unsinn ist und wie dumm du bist, denn wer angelt schon im Gartenteich? Anhand wie er es rappt und float, das merke ich dann immer, wenn ich selber so ein bisschen in die Irre geführt werde, weil ich höre das jetzt so zum ersten Mal, ich habe es noch nie gehört so, ne? Und höre das so und denke so, der Reim kommt auf Unsinn ist. Und man fragt sich gleich, was das für ein Unsinn ist und wie dumm du bist. Dabadabadabem dumm bist. So, weißt du, so suggeriert dir dein Mind vor, ist die Abfolge. Und er kommt aber mit dem Reim, fragt sich gleich back. Und das ist halt geil. Und man fragt sich gleich, was das für ein Unsinn ist und wie dumm du bist. Denn wer angelt schon im Gartenteich? Finde ich eine sehr schöne Stelle. Gebe ich jetzt aber nur einen Punkt so. Ist aber von der Reimsetzung, wie gesagt, ziemlich geil. Und die Aussage, ja, wie dumm du bist, wir angeln schon im Gartenteich. Das ist auch natürlich so ein bisschen so, hahaha, lustig gemacht. So. Bis jetzt ist aber, das ist so eine Punchline. Ich weiß ja, die ist für ein Finale halt schon ein bisschen so, ist so ein bisschen süß, Alter. Ich weiß nicht, hol deinen Cock raus und drücke ihm derartig ins Rektum, Alter, dass es aus der Lippe wieder rauskommt. Das will ich im Finale sehen. Schmacko Fatz. Doch kommen wir nochmal zu deinem Text, bevor ich abschweife. Ey! Das heißt Vegetarier, du Flachpfeife, sagt er jetzt. Ich hab die Runde noch nie gesehen, ich schwöre es euch. Also das wäre natürlich. Also das muss jetzt kommen, weil das hat ja SpongeBob gegen ihn gesagt. Und er greift einfach diesen Running Gag jetzt wieder auf. Doch kommen wir nochmal da und darauf zurück, bevor ich abschweife. Vegetarier. Und jetzt sagt er, das heißt Vegetarier, du Flachpfeife. Also vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, das kommt jetzt.
Text, bevor ich abschweife. Das heißt Vegetarier, du Flachpfeife. Ja, ich wusste es doch. Digga, das finde ich lustig. Es gibt einen Punkt. Finde ich lustig so. Das ist genauso gut aufgegriffen wie das unintelligentisch, wie das grammatikal, rechtsradikalisch, was er da schon aufgegriffen hat. Das sind so gute Dinge, die du so bei den Leuten aus dem Hinterkopf wieder hervorholst, wenn du sowas aufgreifst. Das ist echt gut. Das heißt Vegetarier, du Flachpfeife. Im Interview hast du Lausbube gelogen. Was Ausbildung? Du bist von der Hauptschule geflogen. Damit du mich verstehst, formuliere ich das mal ein bisschen um. I think you are a little bit dumb. Und dafür musst du... Kommt es daher? Da hat er doch auch Merch rausgebracht. So, I think you are a little bit dumb. Ja, finde ich auch gut so. Finde ich auch gut so. Es muss jetzt aber langsam hier die Fax kommen, so. Ich meine, der Beat, er baut es so episch auf und so. Dann die Punchlines, finde ich so, die sind lustig, so. Das ist aber nicht so dieses... Ihr wisst doch, was ich meine, Freunde, ne? Nicht mal so behindert reden, denn man kann dir deine Dummheit sogar vom Gesicht ablesen. Du vermöbelst dich hier ganz allein, denn du Nutte bist sogar zu blöde, um dich anzuschnallen. Ist dich peinlich, wie du Lut... Ja, aber das sind... Ich weiß nicht, Digga, das waren jetzt so zwei Angriffsflächen. Ich finde, die sind so an den Haaren herbeigezogen. Ich habe irgendeinen Vergleich gerade. Ich habe den ja schon mal genutzt, so an Haaren herbeigezogen. Aber ich habe gerade irgendwie kurz einen Geistesblitz, da gibt was noch was. Egal. Zu sagen so, du brauchst nicht zu reden, denn wie dumm du bist, kann man da deinem Gesicht ablesen. Und dann so ein Bild da reinzumachen, das ist so, ich weiß nicht, guck mal, jetzt kann ich auch, okay, jetzt habe ich hier gerade Stopp gedrückt, seht euch das Bild hier von Gio an. Jetzt kann ich jetzt genauso gut als Angriffsfläche nehmen, so, weißt du. Du versuchst mit einem Screenshot Laska auszulachen, doch siehst selber bei Screenshots aus wie ein Haufen Kacke. Wäre jetzt ein Konter, den ich 1:1 jetzt so kicken könnte, so, weißt du? Und ich finde, das ist so, das ist kein gelungener Punch, so, in dem Sinne. Bei der nächsten mit dem Anschnallen, das auch so, jetzt ist so, ah, Digga, ich suche jetzt mal nach Angriffsflächen. Oh, guck mal, der sitzt im Auto, der ist nicht angeschnallt. Ja, daraus formuliere ich eine Punchline, so, das ist halt so, zu sagen, du bist zu dumm, um dich anzuschnallen, das ist halt wirklich so, ich weiß nicht so. Er nimmt zwar hier diese Angriffsfläche, ihn als dumm abzustempeln, aber das ist wirklich, das ist mir zu dumm, finde ich. Schau dich, Royce, zum Beispiel auf dem Foto. Guck mal, ein Joint. Du bist echt ein Idiot. Zensierst dich selber, damit man dich nicht erkennt. Du lädst es dann auf deiner Seite hoch. Mit deinem Zeug. Ja, ist gut. Von der Lyrik ist auch gut. Das, was er auch sagen will, in Reime verpackt und so, aber es ist für mich kein Punch so irgendwie. Zensierst dich selber, damit man dich nicht erkennt. Du lädst es dann auf deiner Seite hoch. Mit deinem Zeug hast du gar keinen Erfolg. Anders als dein Vater, der arbeitet mit Holz. Die Aufträge. Was ist denn das für eine Scheiße gewesen? Digga, das ist so richtig dumm. Ey, das ist so richtig dumm, was ist das denn? Mit deiner Scheiße hast du gar keinen Erfolg. Nicht so wie dein Vater, denn der arbeitet mit Holz, als wäre das sowas Krasses. Hast du gar keinen Erfolg, anders als dein Vater, der arbeitet mit Holz. Ey, das ist so voll dumm. Das hat mich zum Lachen gemacht, das finde ich lustig so. Es sind halt so private Details aufgedeckt. Ich meine, wenn der schon rausfindet, dass sein Vater mit Holz arbeitet, Digga, mit Holz, Alter, mit Holz kannst du auf jeden Fall eine Palette an Punchlines bilden, so. Dann fickt sein Vater doch richtig so, weißt du? Ich meine, er macht das, es ist mir alles so zu wischiwaschi für den Beat, so, weißt du? Das ist nicht schlecht, aber es ist halt zu lieb und brav und witzig noch alles. Die Aufträge laufen, er ist vollkommen zufrieden, denn mit dir hatte er ja einen Holzkopf zum Üben. Okay. Die Aufträge laufen, er ist vollkommen zufrieden, denn mit dir hatte er einen Holzkopf zum Üben. Ist jetzt schon, das ist gut, die Angriffsfläche umgewandelt. Ich schwanke so ein bisschen. Eigentlich ist es für mich von der Härte der Punchline, obwohl sie gut ist, nur ein Punkt. Aber sie hebt sich doch jetzt so ein bisschen ab von den ganzen Punchlines, so, die bis jetzt da stattgefunden haben. Deswegen schüttel ich hier eben einmal zwei Cracksteine von AT aus meinem Handgelenk. Kein Problem für mich, so fotzen wie dich wegzuficken. Ich bin nicht dein Vater, doch werd dich auf die Bretter schicken. Für dein... Okay, jetzt kommen die Holzdinge. Okay. Ich geb da jetzt aber... Ey, guck mal, ich meine, es ist schon so... Guck mal, ne? Es ist geil. Er macht jetzt quasi genau das, was ich gerade sage. Dass er die Angriffsfläche oder die Punchlines, die man aus dem Material und aus dem Wort Holz holen kann, dass er sie benutzt, ne? Das Problem ist, was ich jetzt da so habe, dass er halt genauso... Naja, so diese mit die...
ich will nicht sagen, die primitivsten Dinge da rauszieht, so, aber wenn du dich jetzt hinsetzt und überlegst, so, ja, Holz, okay, eine Punchline aus Holz, oder? Weiß ich nicht, nehmen wir an, hier, dein Vater arbeitet mit Holz, ne? Dann setze ich mich jetzt hin und überlege, wie formuliere ich das in eine Punchline? Und das sind so Dinge wie, ja, du bist ein Holzkopf oder ich schick dich auf die Bretter, dann sind das meiner Meinung nach nicht so die ersten Punchlines, die dir einfallen, aber es sind schon die, auf die du relativ schnell kommst, so. Und das ist das Manko, was ich an der ganzen Sache finde. Trotzdem schüttel ich noch einen Punkt, wenn ich treffe. Aus dem Handgelenk. Der fickt dich doch, Alter. Hier, wie Stefan Raab immer. So, weiter geht's hier mit Gio gegen Laska, meine Damen und Herren. Deine Dummheit wirst du sogar von deinem Dad gemobbt. Denn nicht nur bei deinem Papa auf Arbeit hast du ein Brett vom Kopf. In dieser. Okay. Noch ein Punkt. Ja, es sind gute Dinge so, aber es ist Holz, Digga. Im Battle wirst du blödi angefickt. Selbst wenn ich dich unterschätze, mach ich dich größer als du bist. Warum du so. Das ist ne. Sowas finde ich gut. Das ist zwar auch jetzt. Habe ich auch irgendwie schon mal so das Gefühl, sowas habe ich schon mal gehört. Aber das ist. Das geht auch so. Das erinnert mich. Ich weiß ja, das ist eine gute Zeile, Digga. Battle wirst du blödi angefickt. Selbst wenn ich dich unterschätze, mach ich dich größer als du bist. Ja, das ist eine gute. Selbst wenn ich dich unterschätze, mach ich dich größer als du bist. Das ist für mich 2 Punkte, Alter. Das finde ich eine geile Zeile, Digga. Kannst du zwar auch gegen jeden x-beliebigen Hi-Opi sagen, aber es ist trotzdem geil. Warum du so weit kamst, kann ich dir mit deinem Satz sagen. Du bist so im Finale, weil die anderen verkackt haben. Gegen AT hattest du einen guten Spruch. Du empfiehlst einen Logopäden und ich dir einen Schulabschluss. Mit der Harry Potter-Line hast du vollkommen versagt. Denn die puncht dich, wenn mir das ein Voldemort sagt. Voldemort, ist das Voldemort oder was? Und den Vergleich, was hat er für eine, keine Ahnung, was er jetzt für eine Charaktereigenschaft hat oder warum Gio Laska mit Voldemort vergleicht, so. Bin ich überhaupt nicht into it, diese Harry Potter Filmszene. Harry Potter Filmfotze. Ist vielleicht eine gute Line, ist vielleicht sogar eine Highlight-Line, kann ich aber jetzt nichts dazu sagen, wie taubstumme Kid. Bei Diverse war es noch der Moneyboy-Effekt. Du dagegen hast sogar mit Moneyboy einen Track. Geht euch lieber mal um eure Mucke kümmern. Macht ne Crew auf und nennt euch dumm und dümmer. Ihr passt. Wisst ihr, was mir gerade in den Kopf? Egal. Mucke kümmern, macht ne Crew auf, nennt euch dumm und dümmer. Das finde ich aber gut. Das finde ich auch zum einen, ich gebe da 2 Punkte für, weil ich es auch geil finde, dass er Moneyboy jetzt so frontet so. Und Moneyboy ist ja jetzt wirklich auch nicht die schärfste Klinge in der Schublade. Zumindest gibt er sich nach außen hin so. Und seine Mucke hört sich so an, ne? Und dann zu sagen, du machst mit Moneyboy einen Track, ja, geht euch um eure Mucke kümmern, nennt euch dumm und dümmer, ist auf jeden Fall schon echt lustig so. Gerade weil er auch die ganze Zeit hier halt so uns erzählt, wie dumm Laska ist und dann Moneyboy mit reinzieht. Und das passt auf jeden Fall. Der Reim Mucke kümmern auf dumm und dümmer, ja, das ist schon ein bisschen so, nett gezweckt, aber es ist schon so ein bisschen arg auf Reim geschrieben. Aber finde ich trotzdem gut. Zusammen, weil ihr beide dämlich seid. Hauptsache ein wenig Fame, Hauptsache ein wenig Hype. Du hättest gerne den R8, doch dafür fehlt die Patte. Denn obwohl du viele Joints rauchst, machst du wenig Asche. Alter, kein. Ist auch ein Punkt, weil es zu naheliegend und zu oft gehört ist, irgendwie schon. Diese Asche, Joint, Rauch, Qualmbeispiele, es ist alles dieses. Keiner will dich lauch in den Charts sehen. Bevor ich dein Album Joints raus, machst du wenig Asche. Alter, keiner will dich lauch in den Charts sehen. Bevor ich dein Album kauf, kauf ich mir Haargel. Du kleiner dummer Junkie, glaub. Ja, Selbstironie. Selbstironie ist auch immer ein sehr schönes Mittel, ne? Du bist der Geilste, doch ich. Bevor ich dein Album kauf, kauf ich mir Haargel. Du kleiner dummer Junkie, glaubst du bist der Geilste, doch ich mach's wie du mit deinem Gras und rauch dich in der Pfeife. Das habe ich schon zu oft gehört, Digga, also wirklich. Das hat Azad damals, ihr seid nicht dope, aber ich rauche euch trotzdem in der Pfeife. War das bei auf dem Track Flea? Ich weiß es nicht genau. Und ich habe den Vergleich selber schon mal gebracht, so. Und ich benutze ja eh nur ausgelutschte Vergleiche, so, ne. Das kennt jeder, der mein Rap kennt, so, folgt mir auf Spotify, überzeugt mich selbst. Ich bin ja wirklich der übelste Wack-MC, so, ne. Und, also, und wenn ich den sogar schon genommen habe, ne, dann muss es ja wirklich was heißen. Und das will was heißen, so wie ein Baby vor der Taufe. Ja, ist dope, rauchende Pfeife. So, nee, komm, Alter, damit kriegst du mich nicht. Also mach mal nicht auf Gangster, denn das bleibt dein Traum. Du drehst so krumme Dinger, wenn du versuchst, dir einen Joint zu. Sorry, Digga.
Das ist... Ich muss da jetzt wirklich einen Punkt abziehen, so. Weil das ist für mich, ne? Und immerhin sitze ich hier auf meinem behaarten, fetten Arsch, ja? Und analysiere die Scheiße. Und in meinem Kopf, ja? Nee, wirklich. Ist das ausgelutscht. Das ist eh... Ich will nicht sagen, das ist nicht wie bei den Brettern so. Es ist... Bei den Brettern waren auch so diese Angriffe... Das waren so... War mir auch zu naheliegend, diese Vergleiche, die er mit Holz gebracht hat, so, ne? Aber da ist es halt so gewesen. Jetzt hierbei... Diese Joints und Gras und Dope-Beispiele, du bist nicht Dope, aber ich rauch dich trotzdem in der Pfeife. Also mach mal nicht auf Gangster, denn das bleibt dein Traum, du drehst nur krumme Dinge. Ach so, du drehst nur krumme Dinge, wenn du dir versuchst, einen Joint zu bauen. Das ist so, das ist genau, wenn er jetzt noch sagt, ich hab jetzt noch ein Beispiel, was perfekt reinmachen kannst, oder? Du hast zwar viele Sorgen, aber machst dir nur einen Kopf, wenn du eine Bong rauchst oder so. Das wäre genau das Gleiche so. Diese Vergleiche mit Kopf und Bong. Das würde sich 1:1 perfekt dir gerade einreihen in die wirklich primitiven Zeilen, die er gerade kickt. Dinger, wenn du versuchst, dir einen Joint zu bauen, nach diesem Battle bleibt die einzige Erinnerung, wenn man an dich denkt, deine geistige Behinderung. Sag, das ist aber lustig. Die einzige Erinnerung ist, wenn man an dich denkt, deine geistige Behinderung. E-Shot. Mama Mixtape oder Mava Mixtape. Deine Fans, warum du nicht mehr E-Shot heißt, warum du dich mit neuen Namen vor dem Mikro zeigst, warum du Lastgeist von einem auf den anderen Tag, obwohl doch E-Shot schon jahrelang dein Name war. Ah ja, warum dann? Nein, das war mir klar, weil es dir peinlich ist. Du machst den Tracks auf hart, doch bist eigentlich der kleine Bitch. Doch jetzt beginnt. Wissen deine Fans, warum du E-Shot heißt? Wissen deine Fans, warum du das gemacht hast? Nein. Nein, das wissen sie nicht, weil es dir peinlich ist und auf hart machst, doch in Wahrheit bist du eine kleine Bitch. Digga, real talk an der Stelle. Das sind Zeilen, die ich mit 13 gerappt hab, Alter. Das finde ich... Eine kleine Bitch? Nein, weil du bist eine kleine Bitch. Wenn dann sag doch, du bist eine Fotze, Mann! Ne? Eine Pussy, du Nuttensohn! Aber sag doch, eine kleine Bitch... In deine Vergangenheit dich einzuholen. Du hattest damals einfach keinen Job und keine Kohle. Hat ja nicht. Fang hast du dir dein Dope noch von dem Geld gekauft, das dir deine Eltern gaben. Du dachtest, es fällt nicht auf. Doch mit der Zeit haben sie es dann gekauft, das dir deine Eltern gaben. Du dachtest, es fällt nicht auf. Hab ich auch. Doch mit der Zeit haben sie es dann bemerkt. Plötzlich fehlt dir das Geld, um von deinem Dealer was zu klären. Kenn ich auch. Du warst am Arsch, du brauchst das Geld und hast dir was gepumpt von komischen Gestalten. Ich red von wirklich krassen Jungs. Hab ich auch. Doch damit hast du dich, Bast, eigentlich du selbst gefickt. Denn irgendwann wollten die ihr Geld zurück. Wollen sie heute noch bei mir? Und meinen ganzen alten Kumpel schuld ich allen Schotter. Ich bin kein Bankkaufmann mit Redeschwäche. Aber die Schulden werden abgestottert. War wirklich eine Zeile jetzt von mir. Aus einem neuen Track von mir, der heißt Bang Bang. Und da hau ich mal wieder hier, was die Wortspielereien angeht, mal ordentlich einen aus der Wunderkiste, meine Freunde. Nee, auch wenn ich jetzt hier nach 8 Zeilen waren es, glaube ich, die er gekickt hat, immer gesagt hat, hab ich auch, war Real Talk, könnt man auch auf mich beziehen. Und weil ich mit den Sachen, die früher waren, komplett cool bin, so, und weil ich mit allen abgeschlossen habe und mit keinem böses Blut habe, mit meinen Eltern komplett top bin und alles wieder geil ist, fühlt sich das für mich halt überhaupt nicht wie ein Diss an, sondern jeder hat mal Scheiße gebaut, so. Und wenn ich jetzt bei Gio anfangen würde, in seiner Vergangenheit zu graben, hier. Das lasse mal lieber, mein Freund. Nee, aber finde ich jetzt auch von den Punchlines her nicht so geil. Ich finde trotzdem, dass es gelungen ist, zu sagen, von wegen, ey, dir ist das passiert, das passiert, das passiert, das passiert, das passiert, das passiert. Und irgendwann wollten die Leute, von denen du das Geld geliehen hast, ihr Geld zurück. Ist eigentlich eine schöne Umschmückung, um zu beschreiben, dass jemand gefickt wurde. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und deshalb gibt's dafür ein kleines Pünktchen. Ich nehme... instinktiv hier ein kleines Cracksteinchen von 80. Hm? Ein kleines Cracksteinchen. Nein, ein kleines Cracksteinchen geht doch schon dafür, Mensch.
Du wusstest selbst, dass du die Schulden nie begleichst und dass die Jungs von dir nur wissen, dass du E-Shot heißt. E-Shot, so hat man den... Ach so, jetzt fängt er an zu erklären, warum... Ach so, deine Fans wissen nicht, warum du E-Shot den Namen geswitcht hast und jetzt hat er uns gerade erklärt, warum er den Namen E-Shot gewechselt hat. Weil die Leute, mit denen er jetzt auf bösem Blut ist und auf Kriegsfuß, die wissen nur, dass er E-Shot heißt und wenn er den Namen E-Shot wechselt, hätten die keinerlei Merkmale mehr, um an Laska heranzukommen. Mensch, das hast du ja wirklich gut in Reime gepackt. Wirklich so. Chio, ich nehme an, du siehst es hier. Mensch, das hast du wirklich gut gemacht. Es puncht allerdings halt irgendwie nicht. Ich Bastard gekannt und aus Angst hast du dich dein Lasker. Er reimt wirklich Bastard. Ey, Digga, das kann doch nicht. Das verfolgt mich. Das verfolgt mich. Heißt E-Shot, so hat man dich Bastard gekannt und aus Angst hast du dich dein Lasker genannt. Doch das ja. Aber das ist schon wirklich gelungen, so auch wenn das wahrscheinlich kompletter Humbug ist, was er mir hier gerade erzählt. Er verpackt das Ganze sehr schön und kommt auch immer gut mit den Pointen so an den Start und deswegen finde ich das gut. BB kennt jedermann, da sehen dich die Jungs, aber das kannst du ja nicht verstehen, du bist dumm. Ja, das ist schon lustig so. Er sagt halt, ey Digga, du hast so viel Scheiße gebaut und deswegen nennt sie dich nicht mehr E-Shot, sondern Laska, aber wenn du unter Laska beim JBB mitmachst, dann sehen das die Jungs, aber was soll ich dir schon erklären, du bist dumm. Und greift dann wieder die Angriffsfläche, die er im vorherigen Teil hier die ganze Zeit behandelt hat, ja, holt er wieder back und ist ganz lustig. Dich tut es mir leid, dich Dote rauszuschmeißen. Das kannst du ja nicht verstehen, du bist dumm. Eigentlich tut es mir leid, dich Dote rauszuschmeißen. Denn du machst hier ja nur mit, um deine Schulden auszugleichen. Doch kommen wir auf den ja. Punkt und reden mal nicht rum. Sie sagen, du hast dich gesteigert. Überlege mal warum. Dein ganzes Zeug am Anfang klang nach Schrott in meinen Ohren. Hör die Quali, natürlich war da Potenzial nach oben. Ja, das ist gut. Schrott in beiden Ohren, hör die Quali, natürlich war da Potenzial nach oben. Meine erste Runde ist keine DM vom Hocker haut. Doch auf einmal schreiben Leute, ey, der hat ja doch was drauf. Doch ich sehe das leider etwas anders. Du hast deinen Sprung gemacht von Rap zu Standard. Und mit deinem Wow, das finde ich gute Zeile. Ich sehe das etwas anders. Du hast einen Sprung gemacht von Wack zu Standard. Naja, das ist ganz geil. Ist auch wirklich so ein Ding, so ein Statement oder so eine Ansage, ein Front, der wirklich auf Laska passen könnte, so. Standard-Scheiß kannst du bis ins Finale. Du kannst zwar alles geben und versuchen, mich zu schlagen. Doch zu meinen Serien solltest du Huren so nix sagen. Denn wer klaut sich seine Punches aus den YouTube-Kommentaren? Hast du echt gedacht? Aha. Du Huren so nix sagen. Ach so, ja. Ja. Ja, gut, aber das ist auch so, das ist natürlich gefundenes Fressen für ihn, um daraus jetzt eine Punchline zu machen, so, ne? Muss man wirklich sagen, so, aber dieses, ich meine, 88 weiß jeder, dass das HH für HH, das H der achte Buchstabe im Alphabet ist und da das HH für Hallo Hanna steht, weiß auch jeder. So, natürlich ist es, wie gesagt, für ihn gefundenes Fressen, daraus jetzt irgendwie Laska einen Strick zu drehen, weil er genau dieses Zeug halt gegen, den lieben AT verwendet hat, so, aber das ist für mich jetzt auch so nicht so richtig. Wenn wer klaut sich seine Punches aus den YouTube-Kommentaren? Hast du echt gedacht, hier fällt keinem dein Gebeite auf? Mann, du hast sogar deinen Flow und deinen Style geklaut. Von wem dann? Denn San Diego war für dich schon immer einer der besten Rapper. Du wolltest immer nur so sein wie er. Geklaut, denn San Diego war für dich schon immer einer der besten Rapper. Du wolltest immer nur so sein wie er. Du kleine Fotze, Mann, du beitest ihn komplett. Hör nur einen deiner Tracks und dann weißt du, ich hab recht. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Das ist nach deiner Qualifikation, was jedem klar. Du warst schon öfter in San Diego, doch nie in Amerika. Doch jetzt hab ich auf die Ja, okay. Ja, ich auch. Ja, das ist halt auch so, Digga, wirklich so. Das ist auch, das ist okay. Ja, das ist schon lustig so. Es ist so, na, das kennt ihr diese Zeilen, wo man so denkt, ey, warum hat es noch nie jemand gekickt oder warum hab ich das noch nie in meinem Kopf gehabt so? Mega naheliegend, Digga. Ja, aber es ist ganz gut. Ja, auch wieder schön aufgebaut. So, San Diego ist dein Idol. San Diego, du wolltest immer schon so sein wie der und du warst schon öfter in San Diego, doch noch niemals in Amerika. Ist schon echt ganz gut. Naja. Bist du Geber oder Nehmer? Also gibst du Arsch. Das ist mein Gig. Ich hab einen Kumpel, Alter. Das ist auch so. Richtig behindert, ich weiß nicht, man sagt ja immer Geber oder Nehmer, er kam halt irgendwie über diese Arschfickerei-Scheiße, so schwule Arschfickerei und so, und er sagt so,
bist du Geber oder Nehmer? Und ich sage, ich geb. Und dann sagt er, also gibst du Arsch. Richtig lustig, Digga. Das war übrigens gerade keine Diskriminierung gegen Schwule, so, ne? Wirklich wahr. Ich habe jetzt jemanden in meinem Bekanntenkreis, der schwul ist. Das hat sich jetzt entpuppt, ist rausgekommen. Und ey, bester Mann, Digga, bester Mann. Mein Umgehen mit ihm hat sich 0,0 geändert, so. Real Talk. Also, weiter geht's. Was jedem klar, du warst schon öfter in San Diego, doch nie in Amerika. Doch jetzt hab ich auf die Kacke keinen Bock mehr, das hier ist Krieg. Und du kommst als Money Wayne Soldier, rede dich nicht raus, wer soll dir glauben, du verrätst dich eh. Weil du sogar vor dem Auto wie San Diego stehst, weißt du noch damals. Ja, guck mal, das ist natürlich auch, er macht es schon gut. Und man kann auch überall sagen, ja, das sind wirklich gute Punchlines, so. Aber er nimmt so, das sind so jetzt auch so, das sind so. So gemachte Punchlines, so, ich weiß nicht, so, ich will nicht sagen gefundenes Fressen oder so, aber es ist einfach zu, ich meine, jeder Rapper steht vorm Auto, so, du kannst jetzt auch sagen, aha, ich sehe das eh, weil du sogar wie Bushido vor deinem Mercedes stehst, dann nimmst du irgendein, es gibt 100 pro ein Video, wo Bushido vor dem Mercedes steht oder wo jeder x-beliebige Rapper irgendwo mal vor dem Auto steht und das dann so umzuformulieren auf eine spezifische Person, wie San Diego jetzt eine ist, zu beziehen und daraus einen Angriff vielleicht zu formen, ist gelungen, ist griffig so, aber es ist halt auch irgendwie mehr auch nicht so. Als wir beide unser Feature hatten, du hast drum gebeten, Sunnys Texte auf den Beat zu packen. Ich schrieb für dich San Diegos Texte aufs Blatt und du hast daraus dann einen Fansong gemacht. Also tu nicht so, als würdest du nichts von all dem wissen. Man hört San Diego in deinem Style und in den Anglizismen. Hör ich halt echt gar nicht. Also wenn du mir sagen würdest, Laska, würde ich jetzt, wenn ich überlegen würde, bestimmt irgendeinen Rapper finden, wo ich sagen würde, ey, der erinnert mich so daran, aber San Diego würde ich jetzt echt überhaupt nicht sagen, muss ich ehrlich gestehen. Da Double Time Passage Reim und wie Vergleich, deine Karriere ist aufgebaut auf einen Riesenbei. Ich dachte nur, Asiaten kommen mit Plagiaten, doch man kann sich toll. Asiaten mit Plagiaten, das gefällt mir. Okay, erstmal zu sagen, deine Karriere ist aufgebaut auf einem riesen Byte, ist auch wieder eine schöne Pointe, so, die er schafft, nachdem er die ganze Zeit da rumhackt. Hier, du klaust da, du stehst da vorm Auto wie der, du machst das da wie der, du flowst wie der, benutzt Anglizismen wie der. Und dann zu sagen, ja, war auf jeden Fall gute Pointe. Auch, warum ist mir das mit einigen Asiaten und Plagiate? Digga, das ist doch ein sauguter Reim, der mega gut im Kontext steht. Warum ist der mir noch nie eingefallen? Auch ein richtig guter Reim, der richtig geil im Kontext steht. Den droppe ich jetzt hier einfach mal. Ist Thai-Massage auf Reisplantage. Finde ich auch mega gut. Steht auch echt gut im Kontext, oder? Die Schlitzaugen fressen doch nur Reis. Dammt normal, doch. Jetzt weiß ich übrigens nicht wegen Schlitzaugen. Ich habe jetzt einen Freund, der hat sich jetzt als Schlitzauge geoutet. Ne? Das hat mir dem nicht angesehen. Der hat dann auf einmal, das kam dann auf einmal raus. Seine Augen waren von heute auf morgen einfach so. Und ey, ich gehe ganz normal mit dem um. So, also mein Umgehen mit ihm hat sich null geändert. So. Ich gebe einen Punkt hierfür. Was hat er überhaupt nochmal gesagt? Ich habe mich selber schon wieder komplett rausgebracht, als wäre ich der Sondermüll. Denn du bist eine deutsche Kopie von was Deutschem. Im King-Finale würdest du sicher keinen Spaß haben. Denn wie willst du als Kopie das Original schlagen? Oh, auch gut, ja. Auch gut, ja. Sicher keinen Spaß haben. Denn wie willst du als Kopie das Original schlagen? Original. Das heißt Original, du Flachpfeife. Yo, okay, alles gesagt. Alles gesagt. Grüße gehen raus an Gio, habe ich jetzt schon gesagt. Gio, mein Freund, es war sehr schön mit dir auf dem Sofa zu sitzen. An alle Leute, die da leider nicht dabei sein konnten, habe ich auch schon gesagt, dass ein Gigi Wills Wissen Folge kommt, gell? Ich glaube schon. Wird auf jeden Fall eine lustige Folge, hat sehr viel Spaß gemacht so. Gio, mega cooler Typ, mega sympathisch, wirklich wahr. Kommt bald raus. Ich nenne kein Datum und das ganz bewusst. Jetzt machen wir weiter. Er hat auf jeden Fall gut abgesahnt hier, wie motivierte Konditoren. Gucken wir mal, ob OBS noch läuft. Seit ich Knossi gucke, habe ich immer Schiss, dass ich Mundkäse habe, Alter, wenn ich so viel babbel. Kennt ihr Knossi? Kennt ihr bestimmt, ne? Der Siffmaul, das Alter. So, wir geben uns jetzt Laska. Laska, traue ich auf jeden Fall zu, auf jeden Fall eine krassere Runde zu machen. Traue ich auf jeden Fall zu. Ich sag jedes Mal auch, bevor ich Timetic, bevor ich Laska halte, richtig Hengo. Bevor ich Laska-Analysen mache, sage ich jedes Mal, dass ich Laska bewerte, ohne
Oder ich schalte das Hintergrundwissen oder diesen Brainfuck da mit Timetic einfach mal aus, so, dass ich jetzt bei den Zeilen denke, oh, die hat Timetic geschrieben und blabliblub. Ich lasse das komplett außen vor. Ich tue so, als würde ich das Video von Timetic nie gesehen haben und wüsste gar nichts und zieh mir einfach nur Lasker rein. Yes, ja, 3 Minuten 18, ein bisschen kurz, so wie mein Mini-Pimmel, aber nicht jeder kann den längsten haben. Weiter. Hey! Hey, Bitch, ich brauch keine Bodyguards. Was denkst du, mit wem du hier redest? Beat gefällt mir richtig. Ich mag diese, das ist auch so ein bisschen diese Eurodance-Beats auf Hip-Hop-BPM umgemünzt mit krassen Trumps drunter gelegten Fuck-Beats. Mag ich. Herzlichen Glückwunsch, wieder hast du's ins Finale reingeschafft, du Snitch. Alles klar, Digga, dann labern wir mal Tacheles. Ja, denn Gio, das Bizarre an der Sache ist, dass du hinter der Fassade eine Ratte bist. Bis jetzt hat... Du Ratte! Ja, Flow, geil. Flow, ich finde Lasker kommt immer geil. Ich finde auch Lasker irgendwie jedes Mal, es gibt so Rapper... bei denen muss ich mich immer, wenn die anfangen zu rappen und der Einstieg kommt von denen im Track, Song, Battle, whatever, da muss ich mich immer so einen Moment reinhören und ich denke so, oh, schwer, so, okay, jetzt langsam get ich's, okay, jetzt geht's, so, ne? Bei Lasker finde ich immer, der kommt, ist direkt dope. Direkt dope. Hier guckt er übrigens sehr, sehr, sehr intelligent. Und den Homies aus dem letzten Video, die er nur reingenommen hat, weil sie Best Friends sind seit 80 Jahren, den hat er jetzt eine Maske übergezogen. Und womit? Mit Recht! Gibt auf jeden Fall einen Punkt für den Flow, für die Reime und für das Feeling, was er mir vermittelt. Das ist doch Timetic. Eine Ratte bist. Bis jetzt hat es keiner deiner Fanbase gepeilt, denn das Ganze war geplant bis ins letzte Detail. Gio macht in seinen Texten noch korrekt, aber nein, denn für Fame stellt er seinem Freund Cash ist ein Bein. Was willst du noch... Was ist denn da jetzt wieder bei Insider-Wissen, was ich wissen muss? Ich weiß nicht, was da an Insider-Wissen vorhanden ist. Mir fällt auf jeden Fall auf, das kann ich euch immer sagen, hier, was die Reime und so angeht, der reimt auf jeden Fall hier immer schön in Haufen reimen. Vier Zeilen, zumindest nach den ersten vier Zeilen. Die ersten vier Zeilen einreimen, die zweiten vier Zeilen einreimen. Und, das war geplant bis ins letzte Detail und sogar papa, Cash ist ein Bein. Ich finde halt, er rappt, habe ich eigentlich gerade den Punkt aus Chios Kiste genommen, ich hoffe nicht. Ich finde den Rap ganz geil. Jetzt kommt halt wieder so eine Thematik, mit der ich mich nicht auskenne. Vielleicht hätte ich sie auf dem Schirm haben müssen, weil ich das Battle, was er hier gerade anteasert, schon gesehen habe. Weiß ich aber nicht. Zu Texten noch korrekt, aber nein. Denn für Fame stellt er seinem Freund Cash ist ein Bein. Was willst du noch so für die Klicks tun? Und warum riefst du Tim nach dem vierten Finale an und meinte sorry für den Bitch-Move? Du für die Klicks tun. Und warum riefst du Tim nach dem vierten Finale an und meinte sorry für den Bitch? Ich habe am Tag vor der Analyse eine 5 Minuten WhatsApp-Voicemail von ihm bekommen, wo er sich 14 Mal entschuldigt hat und nach seiner Aktion scheiße ich auf ihn. Aha. Was waren das doch mal, Freunde? Mann, das ist doch jetzt wieder, ich weiß es nicht mehr. Oder? Das passt aber auf jeden Fall zu Gio, also ohne jetzt irgendwie seine Persönlichkeit oder so leaken zu wollen, was ich auch gar nicht kann, weil dafür kenne ich ihn nicht gut genug. Ich kenne ihn... Naja, Gio ist ja sowieso einer, der relativ offen, würde ich sagen, mit seinen Dingen umgeht. So. Und so wie ich ihn einschätze, passt es auf jeden Fall. Also könnte ich mir vorstellen, dass er wirklich 5 Minuten Voicemail macht und sich 40 Mal entschuldigt hat. 14 Mal. Was da jetzt passiert ist, weiß ich nicht mehr, aber das, was da vorgefallen ist, hat er auf jeden Fall hier gut in Reime verpackt, Alter. Du noch so für die Klicks tun und warum riefst du denn nach dem vierten Finale an und meinte sorry für den Bitch-Move? Aber er hat ihn doch gar nicht angerufen, sondern hat eine Voicemail gemacht. Ja? Verdreh hier nicht die Tatsachen. Hä? Lasker! Hey! Du konntest dich entscheiden zwischen Geld oder Freude. Das war natürlich nur ein Spaß, ist mir schon klar, dass man das auch so sagen kann, ne? Das ist jetzt wieder hier gleich wieder die Nazis hier in die Tasten hauen. Jiggy, bist du dumm, ne? Den vierten Finale an und meinte sorry für den Bitch-Move! Du konntest dich entscheiden zwischen Geld oder Freundschaft. Tu nicht so, als wenn du es am Ende bereut hast, du Pussy. Finde ich geil gerappt. Du konntest dich entscheiden zwischen Geld oder Freundschaft. Tu dich so, als ob du es am Ende bereut hast. Irgendwie geil gerappt, aber ich kann jetzt nicht hier im Lasker, der sowieso in meinen Ohren immer relativ geil rappt, hier wegen der geil gerappten Stelle einen Punkt geben, so, ne? Bringst du deep Tracks aus gutem Grund, denn die Verräter-Lines treffen nur, wenn du sie in den Spiegel rappst. Bringst du deep Tracks aus gutem Grund, denn die Verräter-Lines treffen nur, wenn du sie in den Spiegel rappst. Ja, finde ich auch ganz gut.
Ach, wird da mal wieder jemand gefoltert? Lass mich raten, mit Baseballschlägern, nein. Stell deine Freunde als Verräter da, doch was bist du, wenn du verrätst, dass jeder deiner Freunde ein Verräter war gegen... Oh, das ist ganz... Du willst dasselbe auf dasselbe reimen? Aber dasselbe auf dasselbe reimt sich nur, wenn du dasselbe auf dasselbe reimst. Freunde als Verräter da, doch... Du stellst deine Freundin als Verräter dar, doch wenn alle deine Freundin Verräter da, sag mir, wer der Verräter war. Was bist du, wenn du verrätst, dass jeder deiner Freunde ein Verräter war gegen... Das ist aber, das ist eine relativ kluge Zeile, das ist wie ein Aufkleber, wo drauf steht, bekleben verboten. Oder wie kommt das Schild betreten verboten auf den Rasen? Was bist du, wenn du verrätst, dass alle deine Freunde Verräter waren? Glaubst du mir oder nicht, wenn ich dir sage, dass ich lüge? Hm? Also so, nur so Brainfuck-Dinger, hä? Denk mal drüber. Ja, das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Cash ist auszupacken, fiel dir nicht schwer, dass du dich in Schuld jeder deiner Freunde ein Verräter war. Gegen Cash ist auszupacken, fiel dir nicht schwer, dass du dich entschuldigt, das hab ich auch von Divas gehört. Ich war übelst... Oh, das war auch so präsent, da immer Chatverläufe. Digga, wenn ich mein Handy jetzt raushol, ne, da fick ich 95%, ne, wenn das der Standard ist und die Vorgehensweise in Battles, ne, da fick ich 95% von der JBB-Szene, wenn ich von jedem Chatverläufe hier reinbringen würde und jeden Chatverlauf in irgendeiner Art und Weise in eine Punchline formen würde, so. Noch besser mit Voicemails. Ich ficke jeden. Werbetauglichkeit auf Wiederschauen. Und deshalb bang ich dich, du dich entschuldigt, das hab ich auch von Divas gehört. Ich war übelst empört und deshalb bang ich dich, Witzfigur. Du siehst aus wie ein Krüppel und bist menschlich ne Missgeburt. Ey, yo, Giovanni. Boah, dem hat er ja richtig hart ins Gesicht gehauen hier. Guck mal, ich schau mir jetzt mal genauso fest ins Gesicht, wie der dem Typ gerade den Basie ins Gesicht gehauen hat. Aua. Deshalb bang ich dich, Witzfigur, du siehst aus wie ein Krüppel und bist menschlich ne Missgeburt. Alter, krass, auch Witzfigur auf Missgeburt, hab ich auch schon mal gereimt. Ist auch so ein krass ausgelutschter Vergleich. Hätte ich das damals in meiner Runde gegen Benson gewusst, hätte ich das niemals gekickt, Alter. Es ist so ein ausgelutschter Reim, Freunde. Wenn ihr Texte schreibt, reimt auf keinen Fall Witzfigur auf Missgeburt, Alter. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr richtig geil reimt so, ne? Dann kauft euch mein Rap-Tutorial, ne? Holt euch erst das Paket Reimen und Flow für ein Fuffi. Digga, ein Fuffi hast du übrig. Ich will dir das Geld nicht aus der Tasche ziehen, aber das hat auch seinen Wert. Hol dir das, mach das ganze Ding durch, danach kannst du upgraden zu einem größeren Paket, nur noch die Differenz zahlen. Das heißt, wenn du dann zum XL-Paket upgradest, musst du nur noch ein Fuffi drauf zahlen. Da hast du womöglich wirklich was dein Leben verändert, ne? Es muss einfach auch mal gesagt werden, so. Verdammt noch einmal, Mensch. Jetzt gehst du halt mal auf rap-tutorial.de und kaufst dir das ganze Ding. Wenn du keine Kohle hast, dann sparst du mal. Verdammt noch einmal. Holst dir halt keine Nikes diesen Monat. Du Bastard. Weiter geht's. Du kannst keinem zeigen, dass du King bist. Oh, nice Hook, Alter. Du bist menschlich ne Missgeburt. Hey, Giovanni, du kannst keinem zeigen, dass du King bist. Geil. Denn dafür reichen deine Skills nicht. Geil. Scheiß auf Scheine, scheiß auf Business. Ich will, dass du dir nach dem Finale eine Strecke. Geil. Oh, zieh doch nochmal durch. Du hast keine Angst, dicker Laber, jetzt nicht. Oh, die Hook, die hätte Ente-Style machen müssen. Viermal zwei Zeilen, zweimal vier Zeilen wiederholen. Die Hook geht richtig gut ins Ohr, auch geil mit vielen Stimmen untereinander gemalt, aufgenommen. Ein paar Harmonien drunter finde ich geil. Die Hook geht voll ins Ohr, Alter. Richtig. Wie ein Krüppel und bist menschlich ne Missgeburt. Hey, yo, Giovanni, du kannst keinem zeigen, dass du King bist. Denn dafür reichen deine Skills nicht. Oh, da will ich mitsingen. Du kannst keinem zeigen, dass Figur, du siehst aus wie ein Krüppel und bist menschlich ne Missgeburt. Hey, yo, Giovanni, du kannst jemand zeigen, dass du King bist. Denn dafür reichen deine Skills nicht. Das ist ein Business. Ich will dir das Wörter vom Finale einen Strick nimmst. Du kannst keinem zeigen, dass du King bist. Du hast keine Angst, dicker Laber, jetzt nicht. Nach der Runde bist du Fan, so wie Kasa. Ah, okay, das ist ganz cool. Auch wenn wieder ein Chatverlauf drin ist. Yo, Laska, dope Runde.
Laber jetzt nicht, da ist mir die Pause. Ich meine, ich bin ja ein Freund von ästhetischen Pausen, so gut gesetzten Pausen. Ich finde, Pausen schmücken den Flow oft extrem gut. So, hier ist mir die Pause, der Hook. Ich meine, der Hook herrscht sowieso ein bisschen Anarchie, da kannst du ja eigentlich machen, was du willst, so, ne? Aber das war jetzt hier irgendwie vier Zeilen oder den Platz von vier Zeilen, also vier Takte mit zwei Lines zu füllen, kam mir jetzt hier ein bisschen lahm vor irgendwie bei dem zweiten Teil von der Hook. Gerade weil der erste Teil von der Hook so geil war. Deswegen hat er auch gerade von mir einen Punkt bekommen, der erste Teil. Und laber jetzt nicht. Du bist Fan, so wie Laskas ist, finde ich, ist auch ganz gut so. Auch wenn der Flow hier halt komplett lahm ist. Dein Gegner gesagt. Nach der Runde bist du Fan, so wie Laska. Achso. So wie Kasa es ist, Entschuldigung. Wir haben ja alle 25 A-Silben im Namen hier. Hören sich alle gleich an. Kasa, Masa, Rasa, Nasa, Magda und Lena. Den Gegnern gesagt, sie haben einen Knebelvertrag bei Mediakraft. Doch selber hast du Pläne gemacht. Denn er wusste, wenn er Tintonic jeden Monat einen Profi gibt, pusht er ihn und sorgt dafür, dass jeder Gios Mucke sieht. Und das war der Grund. Ja, das ist alles so, es ist mir so ein bisschen so, ich meine, das ist mir so ein bisschen alles zu, Real Talk ist geil so, ne, und wenn, aber das ist so, ich weiß nicht, das ist mir so als einfach nur Konsument, der einfach nur ein bisschen Fickerei hören will, ist es mir halt alles irgendwie so, ich weiß nicht, zu sagen, ey, du bist der dem und dem jeden Monat einen Fuffi gibt, da, damit er Gios Mucke sieht, oder damit jeder Gios Mucke sieht, das ist so. Und natürlich gut, er benutzt das so als Gegenschlag, weil Gio halt zu jedem sagt, oh, ey, das passiert mir so oft, dass ich automatisch reime, Digga. Als Gegenschlag, weil Gio halt zu jedem sagt, dapa, Entenarsch. Weil Gio halt zu jedem sagt, dass er hier und da rumtrickst und da Knebelvertrag und da blablabla. Und er kontert das jetzt. Indem er sagt, ey, aber du bist doch derjenige, der dem und dem Fuffi gibt, damit jeder dann deine Mucke sieht. Das ist so, ja, gut, und weiter so, was ist dann, hä? Für ihn, was halt einen Fuffi gibt, pusht er ihn und sorgt dafür, dass jeder Gios Mucke sieht. Und das war der Grund für ihn, was halt verdammt bei Mayo Music unterschrieb. Oh, Flow gefällt mir da nicht. Das war der Grund, warum er dann bei Mayo Music unterschrieb. Ich packe so viele Silben in deine Zeile. Das ist doch wie ich zuvor das gesagt habe. Du blendest so wie Leuchtreklamen und mich nervt, dass du ständig deine Zeilen überziehst, wie ich einen Gummi, wenn ich deine Freundin knalle. Jetzt auch so eine Zeile. Es ist nicht überzogen, die Zeile, aber der Flow ist hier irgendwie so von den Silben nicht ganz abgeschmeckt worden. Kid. Dass jeder Gios Mucke sieht. Und das war der Grund für ihn, weshalb er dann bei Mayo Music unterschrieb. Trotzdem heißt es Arbeitsamt, nur mal ziehen. Und so sah man ihn schreibend in sein Kinderzimmer hängen. Mit der Hoffnung, er bleibt weiterhin im Internet präsent. Doch fällt ihm nicht. Alter, box den doch mal, was soll denn das sein, Alter? Ich meine, ihr seht es jetzt nicht, weil es hier klein ist, so ein bisschen, aber was soll denn das sein, Alter? Schlag den doch mal richtig die Rippen kaputt, hä? Bis er Blut pisst, hä? An ihn schreibend in sein Kinderzimmer hängen, mit der Hoffnung, er bleibt weiterhin im Internet präsent, doch fällt ihm nichts mehr ein, glaubt der anderen Rappern halt die Ferse. Ich hab nur darauf gerade geguckt, wie er ihn schlägt, Alter, und hab überlegt, ob ich da einen lustigen Spruch zu auf Lager habe, so wie Lageristen. Hatte ich aber nicht. Jetzt hör ich nochmal auf den Text. Weiterhin im Internet präsent, doch fällt ihm nichts mehr ein. Glaubt der anderen Rappern halt die Ferse. Es gibt diverse Rapper, die viel besser rappen als diverse. Die kennen wir doch vorher. Aha. Es gibt diverse Rapper, die besser rappen als diverse. Achso, das hat ja Gio auch gegen diverse genannt, ne? Die Ferse. Ja. Ich bettel, ich trete. Ach komm. Er sagt, wie dreist ist das bitte, von deinem eigenen Gegner etwas biten zu müssen, denn die letzte Zeile deiner Hook ist mir auch bekannt. Hält dir mein Magneten vor die Lippe und du frierst mir aus der Hand. Digga, du beitest deiner Hook ist mir auch bekannt. Hält dir Magneten vor die Lippe und du frierst mir aus der Hand. Digga, du beitest deinen Text und ich würde mich nicht mal wundern, wenn er gegen mich eine Zeile von mir rappt. Gio zieht sich meine. Boah, geil, das ist geiler Flow. Wenn da gegen mich eine Zeile von mir rappt, schön vorgezogen, Digga, das war ein geiler Flow. Digga, du beitest dein. Text und ich bin auch bekannt. Hält dir Magneten vor die Lippe und du frierst mir aus der Hand. Digga, du beitest deinen Text und ich würde mich nicht mal wundern, wenn er gegen mich eine Zeile von mir rappt. Gio zieht sich meine Vorrunde rein und das. Ah, das ist richtig geil, ey, Flow, das feier ich. Ich nicht mal wundern, wenn er gegen mich eine Zeile von mir rappt. Gio zieht sich meine Vorrunde. Guck mal, dieses Gio zieht sich meine vor. Die Vorrunde, von der Vorrunde kommt auf die 1 vom nächsten Takt. Gio zieht sich meine.
Gio zieht sich meine, kommt noch auf die 4 und Gio zieht sich meine Vorrunde rein. Und das, diesen Space für diesen Flow hat er einfach nur, weil er Zeilen von mir rappt, das Ende von der vorherigen Zeile weiter nach vorne platziert. Space gemacht, Reimsetzung verändert und somit Flow verändert. All das lernst du auch in meinem Rap-Tutorial. Jetzt zuschlagen. Nehm mal Real Talk, kauf dir das echt. Rein und das war Felix, der zweite Gang gegen mich, ne Zeile von mir Rap. Gio zieht sich meine Vorrunde rein und das war Felix, der zweite Gartner, der dann dafür bekannt ist, aus den Wolken zu fallen. Deine Perle ein und das war Felix, der zweite Gartner, der dann dafür bekannt ist, aus den Wolken zu fallen. Deine Perle hat. Was für Wolken, Alter. Und das war Felix, der zweite Gartner, der dann dafür bekannt ist, aus den Wolken zu fallen. Deine Perle hat wohl mehr als Masimoto gekifft. Oder weshalb hat sie mit so einem Quasimodo gefickt? Masimoto gekifft. Mr. Ma, Green Berlin. Ich spiel NBA 96 auf der PlayStation 6. Mr. Ma. Ja, Masimoto gekifft oder warum hat sie sonst mit so einem Quasimodo gefickt? Ja, Reim ist gut so, ne? Aber das war's auch schon so irgendwie. Ja, das ist aber ganz gut so. Da hat er auch wieder hier schön den Haufenreim durchgezogen. So, Masimoto gekifft, Quasimodo gefickt, Kondom einen Schnitt, das Kindergeld nehme ich monatlich mit. Schöner Haufenreim, 4 Zeilen aufeinander gereimt mit einer guten Pointe, die auch auf Gio passt so. Gio und Arbeitsamt passt wie die Faust aufs Auge. Meine Faust passt auf dein Auge wie die Faust aufs Auge, Kid. Ja, ist auf jeden Fall. Hab ich da einen Punkt für gegeben? Ja, auf jeden Fall. Ist ganz gut. Doch der wahre Grund, weswegen Gio eine kleine Tochter hat, jetzt hat er jeden Tag ein Loch parat, aber... Boah, du Bastard, Alter. Wahre Grund, weswegen ekelhaft. Gio eine kleine Tochter hat, jetzt hat er jeden Tag ein Loch parat, aber... Ekelhaft finde ich das auch, wenn er hier der Flow wieder schön, den vorgezogenen Flow hier, das Loch parat zieht er vor, nicht ans Ende von der Reime und blabliblub, habe ich schon mal erzählt. Aber das finde ich, was ist denn das jetzt? Die kommt so aus dem Nix, so eine Zeile, finde ich halt komplett ekelhaft, so ohne Spaß. So. Das ist auch so, wisst ihr, was es ist? Es ist wie so die Leute, die um Laska da rum sagen, ey Digga, du bist beim JBB, Julian mag das, die Community mag das, da musst du auch mal so einen richtigen Schocker. Digga, ich würde das nie rappen, sowas, Alter. Das ist einfach so, das ist mir einfach scheiße, das ist doch, Digga, guck mich nicht so an, Alter. Ab mit dir, du Dreckschwein, du dreckiges. Aber Leute, glaubt mir, eines Tages, man verhungert sie eh. Denn er ist stark damit beschäftigt, seine Runde zu drehen. Ich schwör, er schmeißt sie auf den Müll, die nächste Szene wird dann gleich geschnitten. Denn Gio, sag's nochmal, ich steh nicht so aufs gleiche. Ey, yo, Giovanni. Die nächste Szene wird dann gleich geschnitten. Denn Gio, sag's noch Runde zu drehen. Ich schwör, er schmeißt sie auf den Müll, die nächste Szene wird dann gleich geschnitten. Denn Gio, sag's nochmal, ich steh nicht so aufs gleiche. Ey, yo, Giovanni. Ja, das hat er auch gut eingebaut, auf jeden Fall so. Muss man ihm lassen. Du kannst keinem zeigen, dass du kippen. Denn Gio, sag's nochmal, ich steh nicht so aufs Gleiche. Ey, yo, Giovanni, du kannst keinem zeigen, dass du King bist. Denn dafür reichen deine Skills nicht. Scheiß auf Scheine, scheiß auf Business. Ich will, dass du dir nach dem Finale einen Strick nimmst. Jetzt nochmal, scheiß auf Scheine, dass du King bist. Du hast keine Angst, Digga, lauf. Aber doch nicht. Nach der Runde bist du Fan, so wie Kasa es ist. An der Hook und nicht seine Mom, denn sie ist gerade noch im Puff. Du fettes Hurenchen. Ende habe ich jetzt nicht ganz so auf die Kette bekommen, als wäre es eine rostige Fahrradkette. Okay, jetzt kommt noch nicht die Analyse, ne? Die Analyse ist es diese. Oh, nee, ist es die lange? Das ist doch die lange, Freunde, oder? Ich guck mal kurz. Hat ein sehr sponge. Alter, 53 Minuten, heilige Gloria im siebten Himmel, Jesus, Alter, soll ich... Ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich ziehe mir das rein, aber ich mache Geschwindigkeit auf 1,5, okay? So machen wir das. Ist es ein Deal, Deal oder No Deal? Kannst in die Kommentare schreiben, was du willst. Ich mache sowieso, wie ich es für richtig halt. Nee, schreib mal wirklich rein, ob das für dich okay wäre, Digga. Wäre ja noch geil, oder? Des Weiteren gibt es hier ein Update-Video. Das nehmen wir aber noch mit, als wäre es was Kostenloses vom Flohmarkt, ja? Und, Update, was kommt da jetzt? Chris, mein lieber Dokumentenbruder, ich mach das genau in der Reihenfolge, wie du es hier mir vorgelegt hast, ne?
Wir haben die erste Runde vom Finale Gio gegen Lasker soweit überstanden. Natürlich werde ich zum jetzigen Zeitpunkt absolut nichts über den Punktestand sagen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Bewertung sollte eigentlich unsichtbar sein, aber wegen der behinderten YouTube-App, die trotzdem alles anzeigt, wussten einige die Bewertung und andere nicht. Deswegen musste ich sie dann für alle sichtbar machen, weil entweder ganz oder gar nicht. Richtig, konsequent muss der Mann sein. A man gotta do what a man gotta do. Also der Geheimbewertungsmove ist leider in die Hose gegangen, ist aber auch nicht so schlimm, es wäre halt nur spannender gewesen. Bevor wir zum Hauptgrund dieses Updates kommen, noch eine Sache, die ich letztes Mal leider vergessen habe zu erwähnen. Das King-Finale wird das letzte Battle von SpongeBob sein. Ich hoffe, ich hab... Was? Euch da nicht aus Versehen falsche Hoffnungen gemacht, dass er nächstes Jahr wiederkommt. Das ist auch einer der Gründe, für die man kann nur einmal seinen Titel verteidigen Regel. Selbst wenn er das King-Finale gewinnt, würde er nächstes Jahr nicht nochmal antreten, weil er mit Battle Rap aufhört. Er will nur nochmal den King of Kings Titel gewinnen, danach kümmert er sich um seine Mucke. Zweiter Grund... klar, der kümmert sich um seine Mucke. Ist klar. Naja, klar. Der kümmert sich. Ja, klar, logisch. Kümmert sich schon. Das ist auch krass, also. Ist, dass ich die Möglichkeit verhindern will, dass jemand 5 oder 10 Mal hintereinander Endgegner sein kann. Ja, aber das wäre wirklich bei SpongeBob so, Alter. Ohne Spaß, Mann. Der wäre auf jeden Fall immer komplett im Finale. Komplett. Das ist nämlich irgendwann einfach übelst langweilig. So, aber kommen wir zu dem Grund für dieses Update. Ich habe eine gute und noch 2 schlechte Nachrichten. Na super. Mein Leben in 3 Sekunden erklärt. Ich habe 1 gute Nachricht und 2 schlechte. Die erste schlechte Nachricht ist, morgen gibt es kein Battle und auch kein Ersatz. Ja, ja, die Selbstmordrate wird ansteigen. Die zweite schlechte Nachricht ist, dass es dieses Jahr zum allerersten Mal ein Battle um Platz 3 geben sollte. Aber natürlich sind ausgerechnet AT und Diverse die beiden, die dafür battlen müssten. Das wäre dann schon die 3. Runde von den beiden und das wäre dann schon fast wie das VBT, nämlich völlig uninteressant. Außerdem wissen wir sowieso schon, wer am Ende gewinnt. Also die zweite schlechte Nachricht ist, dass es leider erst nächstes Jahr ein Battle um Platz 3 geben wird. AT ist damit quasi 3. und Diverse ist quasi 4. Aber bringt euch noch nicht... Und ich bin quasi Modo. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Schmerz ist vergänglich. Was bleibt, ist der Schmerz. Merkt ihr das? Nicht dumm, ich habe eine übelst geile Entschädigung für euch und zwar Bonus-Battles. Es gibt doch nichts Besseres als ein bisschen Bonusmaterial, oder? Es wird insgesamt 4 Battles geben, die nicht wirklich viel mit dem normalen JBB zu tun haben. Es sind zufällige Paarungen, die sich einfach so ergeben haben. Der Gewinner bekommt jeweils 500 Euro. Boah, richtig was. Cash für die Tash hier. Leider wollten einige Teilnehmer nichts damit zu tun haben und deswegen müssen wir auf ein paar Leute verzichten. Aber ich wäre ja nicht der Überking, wenn mir nicht immer was Gutes einfallen würde. Das Einzige, was dir einfällt, ist die Schädeldecke, wenn ich dir das Kellerfenster eintrete. Deswegen habe ich als Alternative 2 alte JBB-Fossile wieder ausgegraben und die... Wer dann? ...gibt's auch direkt im allerersten Bonus-Battle. Einer von den beiden hat eine neue Battle... Fortune. ...Rap-Identität, aber ihr werdet ziemlich schnell merken, wer das ist. Die Bonus-Battle-Paarungen sind im Moment noch eine kleine Überraschung. Ah ja, wer dann? Wenn nicht wieder alle die Fresse nicht halten können. Morgen ist die einzige Ausnahme mit keinem Battle und nächste Woche Runde 2 Gio gegen Lasker. Okay. So, mein Friendos, das war doch ein wichtig schönes Video. Es war ein richtig schönes Video. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Schön, dass ihr alle am Start wart. Alle Neuen hier auf jeden Fall abonnieren. Es gucken immer noch 35% Leute, oder nee, 35% von den Leuten, die meine Videos gucken, haben diesen Channel nicht abonniert. Und ich frage mich einfach, was ist da passiert? Einsilbige Reime, das sind meine Manieren. Ich komme rein und parke nicht wie ein Fiat. Freestyle kommt übrigens auch in meinem Rap-Tutorial vor. Wer schreibt mir denn hier gerade? Oh, ich bin, guck mal, Spoofy schreibt mir gerade einfach nur, ich sehe einfach nur dieses Fotosymbol auf WhatsApp, Fotosymbol, und er schreibt dazu, du bist eingeladen. Darf ich das jetzt sagen? Boah, das ist da alle, das ist aber echt jetzt krass. Der ist echt krass. Komm, ich hau's raus. Ich habe gerade eben eine Mail von JamFM bekommen, Alter. Killer Shit. Killer Shit, wie die Scheiße
von Hannibal Lecter. Ja, Freunde, wie gesagt, alle Neuen hier auf jeden Fall ein Abo dalassen. Gerne auch eine positive Bewertung hier dalassen. Und ja, den Tag genießen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Frando J. Gigolos. Peace. Tschüss. Karma.